Ja, hallo und herzlich willkommen zu der deutschen Ausgabe von der Wisdom Factory. Das heißt thewisdomfactory.net, denn wir machen sehr viele Gespräche auf Englisch, aber heute auf Deutsch. Und unser Gast ist, oder mein Gast, ich bin ja der alleinige Host heute, ist Marie-Rose Fritz. Hallo Marie-Rose. Hallo Heidi, ich freue mich. Ja. Ja, wir haben uns gerade getroffen auf der Konferenz in Nürnberg. Marie-Rose kommt aus Luxemburg, ich lebe in Italien und da war Nürnberg eigentlich ein ganz guter Treffpunkt, halbwegs für beide von uns. Und es war eine sehr schöne Tagung und ich habe auch am Workshop teilgenommen von Marie-Rose. Und wir wollen aber heute eigentlich mehr über Kommunikation sprechen, über integrale, gewaltfreie Kommunikation. Der Workshop war ein klein bisschen in eine andere Richtung, über die Levels of Development. Aber wenn es dazu kommt, können wir gerne auch darüber sprechen. Aber bevor wir hineingehen in die gewaltfreie, integrale Kommunikation, würde ich dich fragen, kannst du ein bisschen über dich erzählen, wie du auf den Spezialität Kommunikation und dann gewaltfreie Kommunikation gekommen bist und auch wie zu dem Integralen. Wie bist du überhaupt auf Integral gestoßen und wann und wie kam die Idee, das miteinander zu verbinden? Ja, wir hatten in Luxemburg schon seit den 90ern, 94 einen Verein gegründet zu mehreren, in dem wir selbstständig unterschiedliche Angebote gemacht haben, die dann, als wir 98 auf Ken Wilber gestoßen sind und die vier Quadranten erst einmal wir gesehen haben, das passt total zu uns, das haben wir gemacht, ne? Versucht, Angebote an allen vier Quadranten zu machen. Und damals habe ich auch mit eine Gruppe über Lebens- und Sinnfragen mit moderiert und da war mir die Kommunikation an sich wichtig, aber ich habe nicht theoretisch darüber nachgedacht. Ich habe nur da viel Achtsamkeit hineingebracht. Ne? Erst 2007, als wir zu mehreren einen integralen Salon in Luxemburg gegründet haben, kam die Sprache auf Dialog nach Bohm und habe ich mich zum ersten Mal mit Kommunikation so auch ja, theoretisch auseinandergesetzt und sehr darüber gefreut. Und dann 2012, 11, 12, weiß ich nicht mehr genau, war ich in der Gruppe Bildung und Bewusstsein in Thomas-Hübelfeld bei der Inner Science Academy. Und da habe ich Andrea Lohmann, ein GFK-Coach, kennengelernt. Und da hat es für uns, sehr schnell, total interessant geworden. Ja, wie kann man beide Ansätze, das Integrale und die GFK, zusammenbringen? Welche sind die Synergien? Ja, der integrale Ansatz an sich ist einmal ein theoretisches Modell, angewandt auf Kommunikation, angewandt auf gewaltfreie Kommunikation. Das ist sehr spannend für uns gewesen. Und hat sich wirklich gelohnt, da mal nachzuforschen, wie sich gegenseitig eben befruchten können. Ja, du hast jetzt schon gesagt, was GFK heißt. Das ist die Abkürzung für gewaltfreie Kommunikation. Und wahrscheinlich können wir davon ausgehen, dass viele Menschen, die das anschauen, wissen, was das ist. Aber vielleicht kannst du es trotzdem noch mal ganz kurz zusammenfassen, was das Charakteristikum von gewaltfreier Kommunikation ist. Ja, gewaltfreie Kommunikation wurde von Marshall Rosenberg in die Welt gebracht. Und dabei geht es um eine Grundhaltung, eine empathische Grundhaltung auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es da vier Grundprinzipien, wie man in einer Kommunikation eben vier Schritte, wie eine Kommunikation gelingen kann. Und der erste Schritt ist beobachten. Und darüber berichten, über Konkretes. Zweiter Schritt ist die Gefühle. Was fühle ich? Und der dritte Schritt, welches Bedürfnis ist hinter dem Gefühl? Und dabei macht er wirklich einen sehr wichtigen Unterschied. Ein Bedürfnis ist etwas Abstraktes, Universelles. Wie Bedürfnis nach Autonomie, Bedürfnis nach Ruhe, Bedürfnis nach Gemeinschaft.
sowas und nicht jetzt Bedürfnis nach einem Porsche oder Bedürfnis nach einem Haus. Das sind Strategien, ne? Und das wäre dann der vierte Punkt, die Strategie, ne? Und wenn man ein Bedürfnis erkannt hat, dann kann man eben, ja, dann braucht man eine Strategie, wie komme ich zur Erfüllung dieses Bedürfnisses? Und das kann man eben mit einer Bitte zum Beispiel tun, eine Bitte an mich selbst, eine Überlegung, wie kann ich mir selbst helfen? Oder eine Bitte an jemand anders. Und Bitte beinhaltet, ist keine Forderung, beinhaltet, dass das Gegenüber auch Nein sagen darf. Und das scheint mir doch sehr wichtig zu sein. Ja. Ja. Ich weiß, dass gewaltfreie Kommunikation oft verwendet wird in Konfliktfällen oder in schwierigen Kommunikationssituationen. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen? Also für mich war wirklich ausschlaggebend, für mich im Alltag, in meinen Beziehungen, in Familie und Beruf und so, dieses Zurückkommen, dieses Auffinden des Bedürfnisses, das dahinter steckt. Und wie viele Möglichkeiten es gibt, um ein gleiches Bedürfnis zu erfüllen. Dass es da einfach viele Möglichkeiten gibt. Das heißt, wenn du jetzt mal jemand anders findest, der auf dich anschreit, dann kannst du sagen, okay, der hat jetzt wahrscheinlich ein Bedürfnis. Oder umgekehrt, wenn du das Gefühl hast, du müsstest jemanden beschuldigen wegen irgendwas, kannst du erstmal bei dir selber nachgucken und so, was steckt da jetzt eigentlich dahinter? Warum bin ich jetzt ärgerlich? Ja, genau. Was ist mein Bedürfnis, das dahinter steckt? Und eben an zweiter Stelle dann, wenn ich in mir zentriert bleibe, empathisch auf mich in den anderen einzufühlen, was ist jetzt dessen wirkliches Bedürfnis, ne? Und da kann man ihm Angebote machen, man kann auch fragen, vielleicht weiß er, findet er es selbst schon direkt raus. Ne? Und dann, als viertens dann, wie kann man dieses Bedürfnis erfüllen? Mhm. Und du hast... Und ja, vielleicht komme ich dann auch gleich auf... wir haben eben die integrale GFK, also wir haben gewaltfreie Kommunikation wirklich systematisch in die Aqualelemente, also in die fünf Hauptelemente des integralen Ansatzes durchdekliniert und geguckt, wie können die Prinzipien und die Schritte und die Grundhaltung der gewaltfreien Kommunikation, wie können wir die erweitern durch das Verorten im integralen Ansatz, in dem Modell. Okay, dann können wir ja gleich darüber sprechen. Wenn du magst, uns durch die verschiedenen Quadranten hindurchführen oder hast du, was du was zeigen willst? Ja, zum Beispiel diese vier Schritte, die sind sehr einfach einzuordnen, ne, in die Quadranten. Ne? Erstens die Beobachtung, das ist oben rechts, also individuell außen. Ne? Das ist objektiv, eine objektive Beobachtung. Zweitens die Gefühle und drittens die Bedürfnisse sind natürlich Inneres, individuell Inneres. Und viertens die Strategie ist wieder äußeres Verhalten oben, individuelles äußeres Verhalten. Ne? Und dazwischen ist es aber wichtig, diesen inneren kulturellen, diesen Werteraum, diesen gemeinsamen Werteraum zu halten. Ja, unten links. Eine empathische Grundhaltung mit dem Gegenüber zu halten. Das ist gut. Können wir da vielleicht mal einfach ein ganz einfaches Beispiel durchixen? Irgendeine Situation? Sag mal, was du meinst. Ja, zum Beispiel, das ist... ich sage irgendwas und jemand fühlt sich getriggert. Ich sage zum Beispiel, was kann ich denn sagen? Was aus dem richtigen Leben. Ich weiß nicht, hast du ein Problem mit älteren Frauen oder so? Oder warum musst du mich so anschreien? Sowas in der Richtung. Mhm. Und dann fühlt sich jemand getriggert. Mhm.
Was Dann könnte man ist der erste Schritt eben die Beobachtung, die Fakten oben rechts, die Fakten, ich höre, du hast mich gerade angeschrien oder deine Stimme ist gerade laut geworden. Das ist irgendwie emotional neutral auszudrücken, ohne Interpretation. Ne? Deine Stimme wird jetzt sehr laut, zum Beispiel, als du das gesagt hast. Du hast einen Satz mit du gesagt. Das heißt, du meinst mich damit, also so erstmal eine Spiegelung. Und dann zweitens kann ich mein Gefühl aussprechen. Das macht jetzt was mit mir. Ich reg mich auf oder ich bin jetzt traurig oder ja, oder ich merke das, du hattest gesagt Ärger. Ich merke, dass jetzt Ärger in mir aufkommt bei dem Inhalt, den du gerade gesagt hast, dass du gesagt hast, was hat es er gesagt? Ich weiß nicht mehr. Ich bin nicht so gut, wenn es darum geht. Ja, irgendwas. Du bist ein Boss oder ein Autoritär. Du bist autoritär oder du bist irgendwie. Ja. Dann kann man das wiederholen. Ja. Und dann als drittes mein Bedürfnis. Ne? Mir ist gerade wichtig, mich abzugrenzen und wieder bei mir anzukommen, oder mir ist es gerade wichtig, mir ist Gemeinschaft gerade wichtig, mir ist gerade eine Beziehung, mir ist gerade der Beziehungsraum wichtig, oder mir ist gerade, was könnte da noch, was würdest du da sagen dann zum Beispiel, was wäre dir in dem Moment wichtig? Ja, mir wäre es wichtig, dass wir, wenn wir hier im Gespräch zusammen sind, eine Basis finden, in der wir uns gegenseitig respektieren und wo ich will nicht sagen Harmonie, aber wo wir zivil miteinander umgehen, also nicht uns gegenseitig angreifen. Ja? Wie kann man das positiv nennen? Das ist eine Strategie. Ah, das ist eine Strategie. Ganz klar eine Strategie. Okay, das wäre also unten. Das ist rechts. Einer der sehr, sehr wichtigen, der sehr, sehr wichtigen Unterschiede, Schlüsselunterscheidungen, die in der GfK gemacht werden. Okay. Und die meistens korrelieren, die Schlüsselunterscheidungen, die in der GfK gemacht werden, korrelieren meistens mit innen und außen, mit dem Unterschied zwischen innen und außen, wie es im Integralen gemacht wird, ja. Okay, dann würde ich nur sagen können, wenn du mich jetzt einen autoritären Boss nennst mit dieser ärgerlichen Stimme, oder ärgerlich ist vielleicht schon wieder eine... Lest du alles weg? Du sprichst ja, genau. Nur von deinem Bedürfnis. Vielleicht hast du das Bedürfnis nach Empathie, das Bedürfnis nach Geborgenheit, das Bedürfnis nach gesehen werden. Das Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach verstanden werden, nach oder Verständnis, ja, das ist ja. Auch nach Menschlichkeit, nach Mitgefühl. Ja, und auch was ich vorhin sagte, so eine Art Harmonie in der Begegnung. Also Harmonie in der Begegnung, ja. Ja, sowas, das wäre ein Bedürfnis, okay. Ja, das wäre dann das Bedürfnis. Und dann ist es natürlich auch günstig, beim Gegenüber nachzufragen, um welches Bedürfnis hat er gerade gehabt? Oder in welchem Gefühl, damit er sein Gefühl nennt, in welchem Gefühl steckt er gerade drin? Und welches Bedürfnis hat er gerade gehabt? Okay. Und erst danach kann man gucken, ja, gibt es da eine gemeinsame Strategie oder ist es gerade gar nicht möglich? Müssen wir auseinandergehen? Das heißt zum Beispiel, wenn ich dann fragen würde, ja, wie war das jetzt für dich? Welches Gefühl oder welches Bedürfnis hattest du? Und er fängt an, weiterhin zu schreien und geht gar nicht auf die Frage ein. Das heißt, ist nicht bereit, den Prozess zu machen. Dann ist es eigentlich unmöglich, so ein Prozess, oder? Ja. Und da kommt dann für mich als Hilfe die Unterscheidung, die integrale Unterscheidung der Ebenen, der Entwicklungsebenen, die jeder auch eine vorherrschende Art zu kommunizieren hat, eine vorherrschende Art ins Verständnis zu gehen, eine vorherrschende Art Strategien zu haben. Ne? Da kommt das dann ins Spiel und da ist das ein ganz tolles Wissen. Sag da mal mehr dazu. Darüber hatten wir zum Beispiel bei den Frauen am virtuellen Brunnen,
hatten wir ja mal die Ebene durchdekliniert und da hatte ich schon auch Akzente darauf gelegt, ja, wie die Kommunikation läuft. So kann zum Beispiel jemand auf der Stammeskultur, ne? Der kann keine Bitten formulieren. Der drückt sich aus über Beschwörungen und über ganz konkretes Benennen von Situationen. Der kann nicht auf die Reflexionsebene gehen. Du sprichst jetzt von dem, von wenn ich auf der Ebene bin oder ja. von dem ja. Gesprächspartner oder beide? Ja, das ist, ich meine, wenn du auf der Ebene bist, dann ist es natürlich für dich fast unmöglich, ein Konfliktgespräch zu führen. Ja, und außerdem würde ich da die gewaltfreie Kommunikation überhaupt nicht anwenden können, weil ich darüber gar nichts weiß. Genau. Aber wir haben auch in dem Gespräch im Brunnen gesagt, dass wir ja als integral informierte Menschen lernen sollten, die Sprache auf den verschiedenen Ebenen sprechen zu können. Wenn ich also jetzt ein Gefühl, das ist aber jetzt nicht ein Gefühl im Sinne von der gewaltfreien Kommunikation, sondern die Idee habe, dass der andere Mensch meinetwegen auf der Stammeskulturebene ist, müsste ich dann, um ihn richtig ansprechen zu können, diese Sprache wählen. Ist das so? Ja, und das wäre zum Beispiel mit ihm zu kochen, mit ihm zu tanzen. Zu tanzen, ja. Ein Ritual zu machen. Die Kommunikation ist da sehr ritualisiert auch. Ja, und gar nicht sprechen allzu viel, ne? Über so, ja, vor allen Dingen nicht objektiv sprechen. Ja. Ja. Nicht objektiv, dann könnte ich auch gar nicht nach Gefühlen sprechen, weil, also wenn die in Reinform, man spricht jetzt dann immer so diese Abstraktion in Reinform, Stammeskultur in Reinform, gibt es ja fast nicht mehr, ne? Jedenfalls nicht in unseren direkten Gesellschaften, ne? Aber ja, ich habe es in Afrika schon erlebt, aber also ich glaube auch nicht, dass ich da mit meiner Art zu sprechen, gerade wenn wir auf dem Dorf waren und die älteren Leute da so saßen. Die sind ja meistens, ich wollte noch gerade vorhin sagen, dass die gewaltfreie Kommunikation ist der Grün, ist ein Kind der Postmoderne. Da ist sie entstanden. In dem Raum, in dem Bereich hat sie sich entwickelt, sind Seminare gemacht worden, ja. Ja, und wichtig, weil in der Postmoderne ja praktisch erst Gefühle anerkannt wurden als etwas Wichtiges und etwas Wesentliches im menschlichen Leben. Ja. Während man vorher zwar vielleicht was gefühlt hat, aber es mehr zurückgedrängt hat und sie nicht ernst genommen, die Gefühle, komm, geh mal, mach mal, benimm dich nicht so, stell dich nicht so an. Das war immer die Botschaft, wenn man Gefühle äußerte, nicht? Also wurden nicht wirklich ernst genommen, erst mit dem Postmodernen wurde das ernst genommen. Und die gewaltfreie Kommunikation, so wie ich es verstanden habe, basiert auf der Wahrnehmung der eigenen Gefühle und auch der anderen Menschen, also dass man die damit umgehen kann. Also die Gefühle haben sich im Laufe der Menschheitsgeschichte ganz klar auch ausdifferenziert. Es sind verschiedene mehr Gefühle aufgetaucht, ne? In der Machtkultur, in dem Egozentrischen, da werden Gefühle, persönliche Gefühle ungehemmt ausgedrückt, aber in keinster Weise reflektiert. Es wird einfach mal erstmal rausgeschrien, ne? Und da braucht es dann einfach erst einmal einen Stopp oder respektive ein die Leute, die wie Kinder im Trotzalter sie erst einmal in Ruhe lassen. Nicht mit Reden zuschütten, sondern warten, bis sie sich beruhigt haben. Und andere Angebote machen. Imitation ist dann auch eins der ersten Mittel, das hilft, selbst anders reden. Imitation von was? Kannst du das nochmal dazu sagen? Ja, von Redegewohnheiten. Ah, du meinst
Ja, wenn ich immer eine ausgefeilte diplomatische Sprache habe, dann die können das zum Teil eben übernehmen, auch in der konventionellen, traditionellen Kommunikationskultur. Es geht ganz viel über Imitation, über auswendig lernen. Ja. Da ist ein Vorbild sein. Die Okay, gut. Situation selbst kann man nicht unbedingt bereden. Da hilft auch oft, dass die Zeit heilt alle Wunden, ne? Erst einmal, dass der andere zu sich kommen kann, dass man ihm nicht versucht, ihm Schamgefühle oder Schuldzuweisungen, das ist kontraproduktiv, weil darauf reagieren die total stark. Ja, Sondern ja. Hoffnung und Stolz und Zuversicht vermitteln. Also Da fällt mir gerade dazu drumherum sozusagen, um ja. den Konflikt herum arbeiten sozusagen. Da fällt mir dazu ein, Konflikte im Paarleben, nicht? Wenn häufig die Frauen doch erwarten von den Männern, dass sie erstens Gefühle haben und zweitens darüber sprechen und sich frei darüber austauschen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das mit Entwicklungsebenen zu tun hat, aber mit persönlichen Vermögen oder Unvermögen oder auch Unwillen über die eigenen Gefühle entweder zu reflektieren, aber selbst wenn man reflektiert, sie dann auch noch verbal jemanden anderen mitzuteilen, nicht? Und das hat ja doch in Ehen zu ziemlichen Krisen geführt seit der postmodernen Kultur, wo es plötzlich erlaubt ist, über die Gefühle zu sprechen. Und jetzt möchte ich auch wissen, wie du dann dazu dich fühlst. Und dann sagt der andere, ja, ne? Und dann fühlt man sich als gefühlsorientierter Mensch, der jetzt in die Tiefe gehen will und das alles analysieren will und das umfangen will, alle möglichen Gefühle, fühlt man sich dann wie abgehängt, nicht? Jetzt die Frage, hat das auch damit zu tun, mit den Entwicklungsebenen? Also ich habe schon den Eindruck, respektive in meiner Erfahrung ist es schon so, dass Männer doch stärker und länger in einer Leistungskultur, in einer rationalen Leistungskultur verankert bleiben und Frauen früher eben in die in die Postmoderne übergehen und in Beziehungskultur es leichter haben, da hineinzugehen. Ne? Und dann haben Männer mehr das Bedürfnis nach objektiver Wahrheit und äußeren Freiheiten. Die haben mehr das Bedürfnis nach Verhandeln und nicht nach Bitten. Ne? Ah ja, Ja. ja. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Ja. Okay, dann würdest du, also weil wir gerade männlich-weiblich sind, würdest du dann sagen, dass die gewaltfreie Kommunikation an sich mehr ein weibliches Instrument ist der Kommunikation? Von der Qualität her, nicht, dass es nur für Frauen ist, ja. Es ist halt beziehungsorientiert. Ja, Es ist ja. das erste Anliegen, ne? Mhm. Kommunikation, Konflikte beziehungsorientiert anzugehen und nicht produktorientiert. Ja, okay. Insofern mehr weibliche Qualität oder weibliche Werte Schon, verkörpern. ja. Ja, gut, super. Jetzt könnten wir vielleicht doch noch ein bisschen mehr in das Integrale. Du hast schon gesagt, ein Beispiel von Stammeskultur, von den Entwicklungsebenen. Hast du da vielleicht noch ein paar Beispiele von anderen Stufen? Ja, ich denke natürlich dann auch an die integrale Kultur und was da mit Gefühl passiert, ne? Wenn die postmoderne pluralistische Kultur, wenn die sich richtig gut gesund entwickelt hat und gesund auf eine gesunde Art und Weise abgeschlossen werden kann, integriert werden kann, dann sind Gefühle im Integralen transparent und können transzendiert werden. Was heißt das? Dass ich in mir drinnen mir meiner Gefühle bewusst sind und relativ schnell bis sofort erkenne, wann ich nach außen projiziere oder was mein Gefühl ist und dann gar nicht erst so in Spannung komme, sondern dieses Gefühl durchfließen lassen kann.
und mich dann relativ schnell bis sofort in den anderen einfühlen kann und ihn unterstützen kann. Oder aber, wenn wir beide auf Augenhöhe sind, dann tak, tak ins Lachen kommen. Und aha, das ist jetzt gerade bei uns da getriggert worden oder das ist jetzt gerade aufgepoppt. Was können wir jetzt damit anfangen? Sowas. Ja, schön. Das, ist das sowas wie, was man emotionale Intelligenz bezeichnet? Emotionale Intelligenz ist eine der Entwicklungslinien, die man für eine richtig gute Kommunikation braucht. Ne? Auch das haben wir eben in der integralen GfK dann geguckt. Ja, welche Entwicklungslinien sind günstig? Welche Entwicklungslinien braucht es für eine Kommunikation? Welche braucht es damit die gewaltfreie Kommunikation integral wird? Ne? Und damit kann man dann auch wieder so ein Psychogramm für sich selbst erstellen. Wie ist meine Kompetenz, um mich meiner Gefühle bewusst zu werden und um sie durchzuführen? Wie ist meine Kompetenz, Bedürfnisse zu erkennen, die hinter den Gefühlen stecken? Wie ist meine Kompetenz, wirklich bei den Fakten zu bleiben und nicht in Interpretationen und Schuldzuweisungen oder Bewertung zu gehen? Wie ist meine Kompetenz, dann Strategien zu finden, um Bedürfnisse zu erfüllen? Das sind vier total verschiedene Entwicklungslinien. Also, die kann man so ausdifferenzieren, ne? Die kann man einfach so auch sehen und sich einzeln anschauen. Natürlich auch, wie ist meine verbale Kommunikationskompetenz? Bin ich eher, oder welcher Typ bin ich auch? Dann kommen die Typen auch dazu, ne? Ja. Und wie weit bin ich fähig, Verantwortung für meine eigenen Gefühle zu übernehmen, nicht? Das ist gehört auch dazu. Ne? Ja, die moralische Ebene, Und auch zu sehen, zum Beispiel haben wir am Anfang von Triggern gesprochen, zu sehen, wenn du getriggert wirst, das ist nicht unbedingt, dass der andere dir böse will oder sowas. Also meine Reflexionsfähigkeit. Genau, und dass du merkst, oh, das hat ja mit mir zu tun und dass du dann mehr in die Stille gehen kannst und gucken, oh, warum macht es das mit mir? Was hat es mit über mich zu sagen, ja? Statt dann gleich gegenzuschießen, ne? Weil das ist ja das Einfachste und das ist das, was wir kennen eigentlich als Streitkultur, ne? Dass man sich gegenseitig die eigene Inkompetenz der Gefühlsverarbeitung an den Kopf wirft, sozusagen, als wäre der andere dran schuld an deinen Gefühlen. Ne? So. Sehr wichtig ist natürlich auch die Empathielinie. Das sagt man mehr dazu. Wie weit kann ich eben relativ schnell empathisch sein, Empathie empfinden für mein Gegenüber? Für mich, erst für mich, dann für mein Gegenüber. Dazu gehört aber, dass man erstmal, sagen wir mal, in die Schuhe des Gegenüber treten kann, dass man erstmal die Perspektive des anderen überhaupt einnehmen kann. Dass man Perspektivwechsel, Das ist ja auch schon eine relativ hohe Kapazität, ne? Das fängt ja erst bei Blau an, auf Spiral Dynamics, so langsam. Ja. Das heißt, wenn ich einen Menschen, der im Warrior, also nicht im Fighter-Modus ist, ja, der einfach nur kämpfen will und alles angreift und so, den könnte ich den damit erreichen? Ja, ich kann damit, wenn ich gut darin bin, kann ich erstens seine Gefühle nachspüren. Und zweitens auch sein Bedürfnis vielleicht erkennen, respektive verschiedene Bedürfnisse im vorschlagen, welches bei ihm nachfragen, welches Bedürfnis könnte es denn sein? Und da verschiedene Vorschläge haben. Ja, ich stelle mir das gerade jetzt bildlich vor, ja, dass da einer so rumtobt und so und dann sage ich zu ihm ganz freundlich, welches Bedürfnis hast du denn jetzt? Das hängt davon ab, ob es einfach nur eine Regression ist, weswegen er tobt, oder ob das sein Schwerpunkt
sein Bewusstseinsschwerpunkt ist. Das macht einen großen Okay. Unterschied. Das ist auch eine wichtige Fähigkeit. Kann ich einschätzen, wo sein Schwerpunkt ist? Sein Bewusstsein, sein allgemeines Weltbild, sein allgemeines Bewusstseinsschwerpunkt. Und dementsprechend würdest du dann reagieren, wenn du weißt, normalerweise ist er gar nicht so, aber er ist jetzt gerade mal irgendwie aufgebracht, aus welchem Grund auch immer, dann kannst du ihn anders Wenn es zum handeln. Beispiel ein Postmoderner ist, ne, den kann ich einfach in den Arm nehmen. Bei dem kann das schon gut helfen. Wenn es jemand aus dem Rationalen, aus der Leistungskultur ist, dann braucht es vielleicht Argumente, Fakten und Argumente und Beweise. Wenn es jemand aus dem Traditionellen ist, dann kann man wahrscheinlich über Gottes Liebe sprechen oder irgend sowas. Ja. Und Das auch ist natürlich Compassion. schon sehr extrem. Dann muss er auch spirituell sein, weil sonst ist für ihn Gottes Ding ist Sache der Kirche und des Priesters und nicht von dir. Ne? Das wird er von dir nicht annehmen. Gell? Aber traditionell kann ja auch sein, dass er nach sehr vielen Regeln lebt. Und bei uns wird es halt zu Hause so und so gehandelt, kann man dann sagen. Ne? Genau. Und da kann man zum Beispiel sagen, wir kommen jetzt so nicht weiter, wir wollen mal drüber schlafen. Ja, okay. Die Zeit, gemäß dem Prinzip, die Zeit heilt alle Wunden. Ne? Ah ja, gut. Und wenn also einer wirklich in dem Fighter-Modus ist, in dem kämpferischen, dann kann man am besten weggehen, oder was? Also sich selbst abgrenzen, ja. Ich habe das, kann man schon auch klar sagen, wie, je nachdem, wie destruktiv er ist. Ich denke jetzt gerade auch an Kinder, da hat es keinen Sinn, mit denen darüber zu reden und ach, wir wollen doch alle lieb sein oder sowas, ne, sondern halt, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Genau. Das reicht. Das finde ich jetzt ganz schön, dass wir durch diese Sachen durchgegangen sind, denn mit Kommunikation versteht man ja immer implizit, jedenfalls wir in unserer Developed Society, dass man redet, ja. Aber es ist nicht unbedingt immer reden, es ist auch Handeln. Ja, Handeln, Kommunikation gibt es auf so vielen Ebenen, ne? Das, ja. Einfach einen bösen Blick, ja, wenn wir da. Ja, ne? Genau. Ja. Gibt auch das, die schriftliche Möglichkeit, ne? Tja. Sehr schön. So, also dann können wir vielleicht noch, wenn noch Zeit ist, zu dir führen, weil das ist mir ein total wichtiges Erleben, ein total wichtiger Punkt, weil wir gerade in den an den Wochenenden, die ich mit Andrea Lohmann gemacht habe, wenn wir die Typen angesprochen haben, die Wahrnehmungstypen in Verbindung mit den Zuständen, da sind eigentlich total wichtig, ist total Wichtiges auch passiert bei den Leuten. Ne? Je nachdem, wenn jemand wirklich ein auditiver Typ auditiv als erstes hat, ne, dann kommt er ins Verständnis über das Reden. Dem muss man zuhören können. Der geht sofort, wenn er einen Konflikt hat, geht er sofort zu jemand anders, um sich auszutauschen. Wenn jemand visuell als ersten Wahrnehmungskanal hat, hat er eher die Tendenz, erst nachzudenken. Und das sind die, die am ausgeglichensten in der verbalen Kommunikation sind. Erst nachzudenken, die brauchen eine Grafik oder so oder ein Bildliches und dann reden sie. Ne? Und wenn jemand aber kinästhetisch ist, und das sind die schwierigsten, wenn das der erste Wahrnehmungskanal ist, die kommen sofort ins Gefühl, und die brauchen wirklich Zeit, weil die in körperliche Wahrnehmung kommen und die brauchen Zeit und die können erst reden, wenn sie ins Verständnis gekommen sind. Verstehst Oder du? Das ist ein Riesenunterschied mit jemand, der auditiv ist, der übers Reden ins Verständnis kommt. Das ist sehr interessant, das ist neu für mich. Und ich denke jetzt gerade, wenn jemand physisch die ersten Kanäle hat, das sind die, die, wenn sie ärgerlich sind, am besten erstmal gegen einen Sack boxen oder irgend sowas, um das loszuwerden, nicht? Während wenn man auditiv ist, sagst du, wird man es los, indem man einen vertrauten Mensch hat und mit dem redet man und kann sich mal so richtig alles loslassen, Geschichten erzählen, genau. Und das visuell sagst du, dann
denkt man erst mal selber drüber nach, bevor man redet oder bevor man irgendwas tut. Ja, ja. Und beim Kinästhetischen würde ich nicht jetzt nur dieses Loslassen, sondern da hilft zum Beispiel gemeinsam eine Tätigkeit machen. Und über die Tätigkeit in ein Wohlgefühl zu kommen, gemeinsam Abwasch machen oder gemeinsam, was weiß ich, im Garten was machen. Ne? Oder über Schlafen. Man muss nicht unbedingt einen Sack haben zu Hause, ne? Sondern was gemeinsam tun, dann entspannt sich die Situation und dann kann man wieder reden. Ich denke da jetzt wieder, weil wir auch das Gender angesprochen haben, das ist, glaube ich, für Männer ganz häufig die Modalität, gemeinsam irgendwas machen, wandern, Sport machen oder sonst irgendwas, um da Gemeinschaftsgefühl oder am Stammtisch hocken und so Gemeinschaftsgefühl herstellen, während ich denke, Frauen oft das Gemeinschaftsgefühl mehr entweder mit Ritualen haben oder mit schön drüber reden über was, über ein gemeinsames Thema. Wie findest du das? Ich sehe diese Tendenz auch. Oder aber Männer argumentieren, gell? Ja, nur das haben sie ja auch was Gemeinsames, indem sie miteinander streiten können. Ja, okay, gut. Dann du sagtest... Entschuldigung, jetzt haben wir noch nicht von Zuständen geredet. Und was ich wollte noch mal was zu Typen sagen. Weißt du auch was über Enya-Typ, die Verschiedenheiten? Die Kommunikation der Enya-Typen kenne ich nicht, also ob es da Unterschiede gibt. Für mich sind für die Kommunikation wirklich Wahrnehmungstypen in Kombination mit den Zuständen am relevantesten für die Kommunikation. Okay. Da beziehe ich mich auf ein Modell von Dana Markova, die ursprünglich mit Kindern in schwierigen Gebieten gearbeitet hat und jetzt aber auch mit Erwachsenen arbeitet und ein ganz tolles Modell gemacht. Die hat, und was ich, wo ich finde, dass es total integral ist. Ne? Also sie sagt und hat das eben auch konkret erforscht, dass es eine Rangordnung gibt in der Wahrnehmung, ne? In diesen drei Hauptwahrnehmungen. Ne? Und dass die korrelieren mit den drei Hauptbewusstseinszuständen, wach, entspannt und meditativ. Aha, kannst du das mal zusammenbringen? Ja, die erste Wahrnehmung ist dann die, die im Wachzustand haben, ne, womit man auch wach wird. Die zweite ist die, die integriert. Und die dritte ist die, wo man aus der Tiefe heraus schöpfen kann. Okay, und was hat es jetzt mit dem Perceive, mit dem Wahrnehmungs-, welche gehört zu was? Das Wach gehört zu dem Auditiv? Nein, das ist ja persönlich individuell, das ist ja total unterschiedlich. Ah, okay. Das gibt dann sechs Kombinationen und also sechs Typen. Sechs Kommunikations- und Lerntypen. Ja. Aha, okay. Ja. Ich kann da als Beispiel vielleicht meinen eigenen Typ mal kurz sagen. Mein erster Wahrnehmungskanal ist das Kinästhetische. Wenn ich in einen Raum komme, irgendwohin, was mache ich zuerst? Ich spüre zuerst, welche Atmosphäre da ist. Ne? Und das macht mich zu oder das macht mich auf. Ich habe als zweiten Wahrnehmungskanal habe ich das Visuelle. Ich kann, um ins Verständnis zu kommen, um innen und außen zu verbinden, brauche ich Grafiken und Theorien. Und als drittes habe ich den auditiven Kanal. Ich kann am fließendsten, am besten reden oder so, wenn ich wirklich aus der Stille herausrede. Oder wenn ich etwas total gut weiß. Ne? Aber alle so die Zwischensituationen muss ich sehr vorsichtig sein. Ja. Aha, spannend. Und mein Reden ist impulsiv, weil das Kinästhetische der erste Kanal ist. Deswegen passiert es mir auch sehr oft. Ich weiß jetzt mittlerweile auch, dass es nicht nur ein Nachteil ist, dass ich Leute unterbreche. Weil da sofort ein Impuls kommt. Weil ich immer emotional sehr stark präsent bin. Das heißt, es wäre dann wach. Das ist der wache Zustand. Ja.
Und dann hast du gesagt, gibt es integrieren? Den dritten habe ich jetzt nicht aufgeschrieben. Was das war der dritte? Ist bei mir eben das Auditive. Ja, okay. Mhm. Ja, das ist spannend. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Ja, ja. Ich kenne auch Madana Markova, die Einzige, die darüber wirklich geforscht hat und das konkret angewendet hat, tolle Bücher geschrieben hat darüber. Wir werden das dann auf der Webseite reinstellen, ein paar Bücher dazu. Das können wir machen, ja. Hast du auch irgendwelche Charts oder so, die du zeigen möchtest oder Scheren teilen möchtest? Ja, fällt mir gerade im Moment nichts ein. Ist okay. Ich wollte noch sagen, in unserer Gesellschaft wird es höher, besser bewertet, wenn der auditive Kanal oder hauptsächlich der visuelle Kanal, wenn die erste Kanäle sind. In unserem Schulsystem war lange Zeit diejenigen, die stundenlang Referat zuhören können oder diejenigen, die Bücher lesen können, denen wird in unserem Schulsystem immer noch mehr gerecht, also denen wird mehr gerecht vom System her, als den Kinästhetischen, die Bewegung brauchen, die begreifen. Ja. Ja, das sieht so aus. Das würde bedeuten, ein integriertes Schulsystem müsste nicht nur eine Stunde Sport in der Woche haben. Ja. Das ist ja auch, es gibt ja Versuche darüber. Und ich weiß darüber genau nichts, aber ich weiß über Musik. Wo gehört das denn? Gehört es zu auditiv? Das ist auditiv, ja. Ja. Ich schlafe in einem Konzert ein. Du schläfst ein in einem Konzert? Ja, aber ich kann total gut eben mit der Holotropen atmen, wo die Musik eben so ein Hauptfaktor ist. Da komme ich in total tiefe Meditationszustände. Ah, okay, gut. Also das heißt, du bleibst nicht wach, wenn du die Musik hörst. Während ein auditiver Mensch, ich denke, ich bin ein auditiver Mensch, ich höre die Musik durch, ja, also von lückenlos, wie sie weitergeht. Und habe eher Schwierigkeiten, die Musik zu benutzen für andere Zwecke. Da muss es schon sehr... Ja. repetitiv sein oder sowas, dann kann ich sie auch für Meditation benutzen, aber nicht, wenn sie eine Bewegung hat. Ja. Total schön von dir, weil du eben wirklich der andere Typ bist. Ne? Ja, als erstes auditiv habe, ich habe auditiv als letztes. Da merkt man die Unterschiede am meisten. Ne? Mhm. Das, wenn du das jetzt so sagst, ja, dann kann ich verstehen, wie du auf mich wirkst. Ja. So sehr viel ruhiger, sehr viel, wie soll ich Ihnen das sagen, besonnener, ja, als ich denke, dass ich rüberkomme. Ich bin immer mehr ein bisschen so. Ja. Ja, und dass du praktisch, also das ist jetzt eine Idee von mir, dass du praktisch in dir, in deinem Körper ruhst. Ja. Und aus dieser, ja, ich will es nicht Stille nennen, aber es ist auch Stille, aber aus dieser Fülle heraus praktisch dann was hochbabbelt und das erzählst du dann. Ist das so? Ja. Aha. Und das kann jetzt musste ich wirklich erst lernen zu akzeptieren, dass ich so funktioniere. Dass ich nicht probiere, gleich loszubabbeln oder ja, sondern wirklich nur rede, wenn ich in mir zentriert bin. Dass es auch okay ist. Ja, gerade okay, wenn du von dem Typ bist, dann ist es ja das Einzige, was wirklich das dann ausdrücken kann, was du ausdrücken willst. Ne? Wenn du dann anderen, das ist ja wie bei den Enya-Typen auch, wenn du versuchst, ein anderer Typ zu sein, oder das klappt nicht, das klingt immer falsch, oder ich sage klingt, als Sprache. Ja, genau, da gibt es typische Sprachen. Ne? Ja, genau. Ich spreche von Begreifen, ne? Ja, ja, genau. Du hast es als Greifen und ich habe es als Hören. Ja. Wir können da wirklich, das ist super spannend, ne? Zu gucken, welche Wörter benutze ich, um zu gucken, welcher Typ bin ich. Ne? Es gibt ja auch andere Verfahren, um das festzustellen. Ja. Ich habe bei NLP-Kursen haben wir da so Übungen gemacht dazu. Ja. Das ist ganz schön spannend. Aber es macht einen riesen Unterschied, ob man eben nur den
den ersten Wahrnehmungszustand, die erste Wahrnehmung, Wahrnehmung, wie heißt das? Die erste Wahrnehmung berücksichtigt, ob man wirklich diese Dreier-Rangordnung kennt und die mit den Zuständen guckt, was das bringt. Ja. Wenn man da die korrelierenden Zustände dazu nimmt. Und das, es hat einen wirklichen wahnsinnigen Impact auf die Kommunikation. Und auch da wieder ist es günstig, wenn ich einschätzen kann, wo der andere ist. Und ich dann eben gucke, welches Bedürfnis ist jetzt stärker, meins oder seins. Also verlange ich jetzt für mich Zeit oder ist das Bedürfnis meines Gegenübers jetzt stärker und ich lasse ihn reden, weil er gerade ein Redetyp ist. Dann höre ich da heraus, dass wenn man dieser Typ ist, der du bist, dass man dann eigentlich ein perfekter Coach oder Therapeut oder sowas ist, weil man sich auf den anderen viel besser einlassen kann? Ja, das möchte ich nicht einmal so verallgemeinern sofort. Nee. Okay. Weil es gibt ja auch unterschiedliche Therapeutentypen, die unterschiedlich arbeiten und deswegen auch zu den unterschiedlichen Klienten kommen. Ich glaube auch da, dass es wichtig ist, verschiedene Typen zu haben. Mhm. Nicht nur einen Typ. Ja, macht Sinn. Es ist wahrscheinlich nur leichter für denjenigen selber, das zu erfassen. Ne? Wenn du sagst, du kannst die Energie erfassen, die im Raum ist. Und das können ja definitiv manche Leute überhaupt nicht. Ja. Aber ich habe sehr lange gebraucht, um zu lernen, nicht sofort überschwemmt zu sein. Ah, okay. Ja. Das ist dann die Schattenseite davon. Ja, von der weil das in unserer Gesellschaft, in meiner Kindheit, sowas hat es nicht gegeben. Über sowas ist nicht geredet worden. Das musste ich in Selbsterfahrungsgruppen entdecken. Dass das okay ist, ne? Ja, und dass das passieren kann, ohne dass es Menschen gibt, die diese Tendenz haben. Ohne dafür jetzt gleich krank zu sein oder was weiß ich oder anders. Raus aus der Bewertung, ne? Raus aus der Bewertung, die es halt in meiner Erziehung und in unserer Gesellschaft einfach extrem stark gegeben hat und immer noch extrem relativ stark. Immer noch, ja. Ja, genau. So, das ist super, Marie-Rose. Wir haben jetzt fast eine Stunde geredet. Jetzt in den letzten 5 Minuten könnten wir vielleicht nochmal entweder eine Zusammenfassung oder wenn dir jetzt noch was einfällt, was jetzt ganz, ganz wichtig ist, Ja. Das noch besprechen. Ich fand es total spannend. Ich habe wieder was Neues gelernt und das ist ja eigentlich der Grund, warum ich diese Interviews mache. Denn ich dachte, ich wüsste was über gewaltfreie Kommunikation, aber nicht wirklich, wie ich feststelle. Und habe die Gelegenheit zu lernen. Dafür erstmal danke und mir zu dir. Danke auch. Ich habe mich auch gefreut, mein Wissen aufzufrischen und zu aktualisieren. Oder ja, mir fällt wirklich noch zu den Zuständen ein, ne? Dass bei der Kommunikation die bewusste Wahrnehmung, in welchem Zustand bin ich gerade und ein harmonischer Wechsel und zu wissen, ja, welchen Zustand brauche ich jetzt in diesem Konflikt, ne? Um Gefühle und Bedürfnisse zu erkennen, brauche ich einen entspannten Zustand. Das ist nicht günstig, wenn ich dann einfach nur drauf, da brauche ich einen Moment, ins Innere zu gehen. Und wenn ich eine kreative Lösung brauche, um eine Strategie zu finden, ist es günstig, wenn ich wirklich in meditativen Zustand abtauche. Und wie machst du das, wenn gerade zum dabei, kannst du da sagen, ich brauche jetzt Zeit und mach mal morgen? Oder, ja, zum Beispiel. Und um Fakten zu benennen, braucht es ein klares, waches Bewusstsein. Also dieser erste Schritt mit der Beobachtung dessen, was gerade zum Konflikt geführt hat. Ja. Was könntest du, wir waren jetzt gerade zusammen auf der Konferenz und du hast ja gespürt die Atmosphäre und was könntest du den Menschen sagen, worauf wir achten sollten,
in was noch ein bisschen fehlt, ja, wo man vielleicht noch ein bisschen was verbessern könnte und so einfach von deiner Perspektive her. Ich bin ja von meinem Beruf her und auch, würde ich mal sagen, von meiner Essenz her, bin ich sehr pädagogisch ausgerichtet, jetzt nicht wirklich therapeutisch. Aber aus dem Pädagogischen heraus möchte ich gerne abkommen vom Belehrenden oder von einer Haltung, das müsste man so machen. Das möchte ich nicht. Für mich ist das immer die Situation, in der ich dann bin, und da braucht jede Situation eine total eigene Lösung. Du sprichst jetzt über dich, ja? Oder sprichst du über die ganze Situation? Ich spreche über meine, ja, darüber, über das, was ich einbringen kann. Ah, okay. Oder wie ich mich einbringen möchte. Sagen wir mal so. Ich kann es ja auch, bin ja auch weit davon, irgendwie alle Situationen perfekt zu handeln. Ja, das ist klar. Ich meine jetzt so als Vorschlag, wie die Konferenz gelaufen ist und ob du da von deiner Perspektive her siehst, was man da noch schöner machen kann oder noch besser oder noch harmonischer oder integrativer oder wie immer man das nennen will. Was hast du da gespürt? Hast du gespürt, dass irgendwas fehlt? Also ich habe jetzt gerade, Raimund hat gerade jetzt dem Konferenzteam einen Fragebogen zugeschickt. Der wird an alle Teilnehmer geschickt nachher. Ne? Den habe ich gestern Abend ausgefüllt. Und da war auch die Frage, was hat dir wirklich nicht gefallen? Was würdest du wirklich anders machen wollen? Und das sind zwei Bereiche, in denen ich normalerweise überhaupt nicht kreativ bin. Ah, okay. So aus dem, ja. Nee, ich habe da keine wirkliche, also ich habe da keine Vorschläge gefunden. Okay. Das heißt, dein Overall-Gefühl war gut. Hast dich wohlgefühlt in der Gruppe, in dem Setting, in allen. Das ist doch toll. Ich bin energiegeladen nach Hause gekommen und ja. Ja, für mich galt das auch. Ich bin ja eher weggegangen und habe dann eine Family Meeting gehabt und das war vergleichsweise total langweilig. Hab's eigentlich bedauert, dass ich weggegangen bin, weil das war so inspirierend, mit all den Menschen zusammen zu sein und sich auszutauschen. Aber Family muss auch sein, hin und wieder mal alle paar Jahre muss man sich zumindest mal treffen. Ja. Was mir zur Konferenz vielleicht noch einfällt, das Thema Spirit, jetzt und morgen, Spiritualität, das ist mir total, liegt mir total am Herzen. Und ich frage mich wirklich, ob Spiritualität und ja, die Beschäftigung mit Spiritualität und die Erfahrungen, vertiefende Erfahrungen, ob das nicht wirklich im Integralen, also wirklich eine sehr, sehr wichtige Position einnehmen kann, ja, um das Integrale wirksamer zu machen. Ja, ich denke, das ist es ja, ist ja eingeschlossen, nicht? Das ist eingeschlossen, ja. Ja, und einer der Trainingsbereiche, die wir haben, um weiterzukommen in unserer persönlichen Entwicklung, nicht? Und auch kollektiven Entwicklung. Ja. Ja, sehr schön. Und ich fand auch gerade der spirituelle Teil von Marion Küstenmacher, der Vortrag, war sehr, 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 sehr schön, wo Spiritualität nicht nur darüber geredet wurde, sondern eigentlich auch verkörpert wurde, wo man das ein Gespür hatte, wie ein Mensch sich in der Welt bewegt, der alle Quadranten zusammen hat und auch spirituell verwirklicht ist. Und ich fand das, das war für mich eigentlich der Höhepunkt von dem, was ich erlebt habe. Mhm. Schön, das zu erleben, ja, wie weit man kommen kann im eigenen Leben. So. Mhm. Ganz schön. Okay, damit möchte ich den Zuhörern raten,
das nächste Mal doch zu kommen, wenn ihr nicht da wart, oder einfach teilzunehmen an den ganz vielen Angeboten. Wir haben zum Beispiel beschlossen, dass wir eine Frauengruppe machen wollen, die sich einfach erstmal nur trifft und sich gegenseitig über persönliche Dinge oder spirituelle oder integrale Dinge auszutauschen, ohne jetzt gleich an die Öffentlichkeit zu gehen. Einfach so eine Art Schwesterngruppe, ja, dass man Menschen hat, mit denen man über die Dinge sprechen kann, aber auch auf einer mehr femininen Art, denn das war ein bisschen aufgekommen, dass vielleicht die Männer manches doch anders machen und wir unseren Weg finden sollten, um eine Balance herzustellen. Und dazu wollen wir uns gern treffen. Wenn ihr da mitmachen wollt, dann könnt ihr euch mit mir in Verbindung setzen. paradisointegrale@gmail.com. Das könnt ihr mir ein E-Mail schreiben. Und ja, zu den Veranstaltungen, es werden ja immer mehr Veranstaltungen zum Integralen deutschsprachig auch angeboten. Kommt, es lohnt sich. Es ist immer etwas mitzunehmen, etwas Bereicherndes. Und danke, Marie-Rose, auch für den Workshop, an dem ich teilgenommen habe. Und auch den empfehle ich. Wenn ihr mal spüren wollt, wie sich das anspürt, in den verschiedenen Entwicklungsstufen zu sein, ja, einfach nur hineinspüren, aus dem Kinästhetischen heraus wahrscheinlich erstmal nicht und dann weiterzugehen. Ich finde, es ist wie ein Feld. Ja? Du stehst plötzlich in dem Feld einer bestimmten Entwicklungsstufe und lässt es auf dich wirken und dann liest du noch und die entsprechenden Ausdrücke oder Sätze, die du da geschrieben hast, das fand ich sehr, sehr spannend. Und man kann viel über die Dinge lesen, aber man sollte sie erfahren, damit man wirklich einen Zugang dazu hat. Und das ist in diesen Veranstaltungen gegeben. Setzt euch mit Marie-Rose in Verbindung. Du machst ja auch weiterhin Workshops mit Ich leite weiterhin den Salon in Luxemburg und es gibt in vielen Städten Salons und dort wird nicht nur Theorie, also da gibt es in den wenigsten mittlerweile gibt es da Referate, da gibt es mal kurze theoretische Impulse, aber immer auch Übungen, um das zu erfahren, um das Integrale in die Praxis zu bringen. Ja. Genau, denn Bücher allein tut es nicht auf die Dauer, aber nee. Bücher sind wichtig. So. Ja. Okay, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.